Bestimmt 99% der Regeln, die sind hier in Deutschland, die widersprechen gar nicht dem, was das Grundgesetz sagt. Bestimmt 99% der Regeln. Zum Beispiel, wie du betest, wie du fast, interessiert gar keinen. Ob du Wudu magst, ob du Russen magst und so weiter und so fort. Das ist ja das, was auch zur Scharia gehört. Die einzigen Probleme, die die Leute haben, sind was? Sind erstmal Strafen. Das heißt, zum Beispiel Hand abhacken und diese Sachen. Ja? Und Dinge, die mit der Rolle der Frau zu tun haben. Das sind die Sachen, die widersprechen. Und noch nicht mal widersprechen, weil prinzipiell kannst du es sowieso nicht anwenden. Wie willst du es anwenden? Willst du hier Scharia anwenden in einem Land? Ja, willst du jetzt einen Ehebrecher steinigen? Hier oder was? Erstens, du hast keine islamische Gerichtsbarkeit. Zweitens, du hast keine exekutive Gewalt. Drittens, der ganze Umfeld ist gar nicht nach Scharia ausgerichtet. Versteht ihr, in der Scharia, da wird jemand gesteinigt, Achi, der in einem Scharia-Land aufwächst, wo er nicht an jeder Ecke eingeladen wird, Unzucht zu begehen. Wo er nicht den Fernseher anmacht und sieht sofort, Freundin, Freund, dies, das, ruf mich an, 080 und so weiter und so fort. Und ist, und da. Verstehst du, ist eine ganz andere Situation. Ist was anderes. Verstehst du, diese Verführung ist schon gar nicht dort. Das heißt, diese ganze Sache, dieses ganze Thema wird alles nur aufgebauscht, um die Leute durcheinander zu bringen. Aber natürlich, ich bin der Meinung, wenn man darauf angesprochen wird, ja, dann ist es völlig falsch, dazu zu schweigen oder um den heißen Brei zu reden. Weil wenn man schweigt, weil einige Brüder denken das, man muss einfach schweigen, lieber nichts sagen. Weißt du, wie das aussieht? Weißt du, wie das aussieht? Guck dir mal, pass auf, ihr müsst mal bei YouTube eingeben, ja, ist deutsche Islamisten im Jemen. Deutsche Islamisten im Jemen. Müsst ihr mal eingeben. Jemen mit J, nicht mit Y, mit J. Und dann müsst ihr das mal sehen. Das sind zwei Brüder, die haben mit Terrorismus nichts zu tun. Absolut nichts zu tun. Die wollten Leute in den Jemen holen, damit die im Jemen studieren können. Ja, dieser Zug ist auch abgefahren, weil er total kompliziert jetzt geworden ist, ja. Die wollen Leute dorthin und dort studieren können. Diese Schule, wo die studieren, die sind voll gegen Takfir, ja. Die sind voll gegen Takfir. Die sind noch heftiger im Reden dagegen wie ich. Und die sind voll gegen Terrorismus. Und reden richtig stark dagegen. Und reden voll gegen Osama bin Laden, ja? So. Richtig stark dagegen. Ach, die bringen die und wollen die jetzt mit dem Terror in Verbindung bringen. Verstehst du? So, und da gehen die dorthin. Deswegen, das ist das, was ich meine mit dem Schweigen zu was, so. Mit Schweigen. Die gehen dorthin mit der Kamera. Hallo, Panorama, ARD. Ihnen wird vorgeworfen, dass Sie eine terroristische Vereinigung irgendwie auf diese Art, ja. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Macht er so, dreht sich um. Warum bringen Sie die Kinder in den Jemen? Jeder, der das sieht, denkt, der Vorwurf ist richtig. Jeder, der das sieht, denkt, der Vorwurf ist richtig. Der andere, wir haben ihn gesucht, oh, in den Straßen. Er ist seit 14 Jahren hier. Dann kommt der Nächste, der sagt, ja, die brauchen solche Mittelsmänner hier. Dieser Deutsche so und so ist seit 14 Jahren hier. Dann suchen sie ihn, dann kommt der andere und macht so zur Kamera. Macht die Kamera weg. So, was denken die Leute jetzt? Was denken die Leute jetzt? Die Leute denken, klar, das stimmt. Die haben mit Terrorismus zu tun. So hätte der aber gesagt, ja, was sagen Sie dazu? Sie bringen Leute in den Jemen. Ja, ganz einfach, müssen Sie sich mal informieren. Die studieren dort. Ja. Ja, aber ihnen wird der Vorwurf gemacht, eine terroristische Vereinigung zu sein. Ja, Vorwürfe werden in Deutschland viel gemacht. Muss man erstmal beweisen. Und ich bin jemand, Sie können mal auf meine Internetseite gehen, da sehen Sie, dass wir gegen Terrorismus reden. So, du bist so, du gibst dieses Statement, so. Wenn du nicht sagst, 100% der Leute sagen, die Vorwürfe sind richtig. Weil der logische Menschenverstand sagt, wenn du nichts zu verstecken hast, redest du über das. Der logische Menschenverstand sagt, wenn du einen Vorwurf gemacht bekommst, dass du dagegen redest. Stell dir mal vor, irgendjemand sagt, guck mal jetzt der Gutenberg. Es wird gesagt, der hat seine Doktorarbeit gefälscht. Der hat sich bisher nicht dazu geäußert, oder? No.
Hat sich jetzt geäußert? Was hat er gesagt? Dass der einfach Fehler gemacht hat. Einfach Fehler gemacht, das ist ja, genau das. So lange muss es überprüft werden und so, ja. Bis dahin so verzichtet auf Doktortitel so und so. Ja, ja und ihr wärt selber mit dabei bei der Prüfung. Ja, guck mal, aber zuerst hat er nichts gesagt. In der Zeit, wo er nichts gesagt hat, denkt jeder, er hat wirklich gefälscht. Hätte er sich jetzt direkt gemeldet, hätte gesagt, das stimmt überhaupt nicht, das ist so und so und so und so eine Erklärung gegeben, dann sieht die Sache anders aus. Stehst du? So, hier ist die Sache, es ist falsch zu denken, man muss schweigen bei der Presse. Guck mal, Leute, ich kenne das noch aus Boxzeiten. In Boxzeiten kamen die Medien, um den Boxsport schlecht zu machen. Ach, da sind wir auf ein internationales Turnier nach Dänemark gefahren. Da kamen die dorthin mit der Kamera und haben uns gefilmt. Bruder, ich kenne das noch aus Boxen, Bruder, da war ich 16 Jahre alt. Ja? Da sind die da hingekommen und haben gefilmt, ja, wie ein Vater seinen Sohn anfeuert. Und da haben die das so getan, ja, und dann haben sie ein Kind gezeigt, das einen Kampf verloren hat und geweint hat. Und dann haben die so getan, wie, guck mal, die Väter, die sind alle die Kinder dazu am Zwingen zu boxen. Und dann haben die gesagt, haben die einen Verbandskasten genommen, Verbandskasten, und wollten, ja, zeigt doch mal, was ihr im Verbandskasten habt. Und dann wurde der Verbandskasten so ausgelegt, ja. Ja, und da waren dann Sachen drin, die du nie im Leben brauchst beim Boxen, ja. Und dann so, ja hier, weil diese ganzen Verletzungen stattfinden, haben den Sport schlecht gemacht. Wenn du nicht redest, die nehmen das einfach auf und geben ihren Kommentar. Wie die das in Mönchengladbach gemacht haben, ist dir schon mal aufgefallen? Mittlerweile, die machen gar kein Interview mehr mit dir. Weil, wenn du ein Interview machst, so, es gibt die Leute, die sagen sowieso, ja, Lüge. Islam erzählt alles vom Rächer. Verstehst du so nach dem Motto? Dann gibt es aber die Leute, die sagen, vielleicht hat der recht oder vielleicht haben die recht. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ach, die sind doch Quatsch am Erzählen, der hat doch recht, der hat wirklich Videos gegen Terrorismus. Warum soll der Videos gegen Terrorismus im Internet machen? Verstehst du? So, das heißt, so, du sagst nichts, hast 100% gegen dich. Du sagst etwas, heißt nicht, dass alle das akzeptieren werden. Aber ein Teil wird das akzeptieren. Verstehst du das? Und das ist der Punkt. Guck mal jetzt in Mönchengladbach. Was machen die jetzt immer? Jetzt, guck mal, die kommen nicht mit zum Interview. Die kommen, wir haben uns mit ihnen, habt ihr es gesehen? Hier, das ist das, was der Abu Adam heute im Internet gesagt hat. Die kommen jetzt sagen, ja, wir haben uns mit ihm wir wollten uns mit ihm treffen, aber der Laden war geschlossen. Die gehen zum Laden, wo der wohnt, wo die Rollade runter ist, zeigen den Laden und sagen, hier, guck mal, der Laden ist geschlossen. So nach dem Motto, er will kein Statement dazu abgeben. Weil wenn er ein Statement abgibt, dann kann er die ja widerlegen. Verstehst du? Natürlich werden einige schlimm, natürlich können die es verdrehen. Aber verdrehen tun die so und so. Ja? So. Das zum Thema mit der Scharia, wir kommen da gleich nochmal zurück. So jetzt. Erstmal Beweise für den Status des Islams im Koran. Erstmal. Und in der Sunna. Vier Arten von Beweise. Erstens, Allah lobt die Gläubigen als Leute, die Verstand haben. Allah lobt die Leute, die gläubig sind, als Leute, die Verstand sind. Zum Beispiel Surah 3, Vers 190, 191. Da steht, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Ja? Das heißt, hier wird gesagt, ja, die, also wahrlich im Wechsel von in der Schöpfung von Himmel und Erde und im Wechsel von Tag und Nacht sind Zeichen für Leute, die Verstand haben. Jetzt beschreibt er diese Leute, die Verstand haben. Die Allah gedenken, stehend, sitzen, auf der Seite liegend und denken über die Schöpfung von Himmel und Erde nach und sagen, oh Allah, du hast dies nicht umsonst erschaffen. Das heißt, er sagt hier ganz klar, dass derjenige, der Verstand hat, über die Zeichen des Universums nachdenkt und dass diese Zeichen ihn zu was führen? Zu der Erkenntnis, dass das nicht umsonst erschaffen wurde und das nicht aus dem Nichts erschaffen wurde, sondern dass wir einen Gott haben, den man anbeten muss. Das heißt, der Gläubige wird gelobt. Ist das angekommen? Ja? Ganz klar. Und davon gibt es viele Stellen im Koran. Zweite Stelle, die Menschen werden dazu aufgefordert, Verstand zu haben, damit der Verstand sie zum Glauben führt. Fast dasselbe. Zum Beispiel in Surat al-Hashr, ganz am Anfang,
Was sagt Allah im zweiten Vers? Fa'tabiru ya'ulil absar. So zieht Lehren daraus, o ihr Leute, die Verstand haben. Zieht Lehren aus den Dingen des Korans. Das heißt, die Leute, die eine richtige Lehre daraus ziehen, sind wer? Die Leute, die Verstand haben. Dann tadelt er die Ungläubigen als Leute, die keinen Verstand haben. Zum Beispiel sagt er, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ. Dieses, weil sie ein Volk sind, das keinen Verstand hat. Das heißt, an vielen Stellen, es gibt Tadel für die was? Für die Ungläubigen, dass sie keinen Verstand haben. Es gibt Lob für die Gläubigen, dass sie Verstand haben. Und es gibt den Aufruf dazu, Verstand zu haben, nachzudenken, weil das Nachdenken dich zum Verstand führt, dich zum Glauben führt. Es wird natürlich jemand sagen, hör mal, ist es nicht so, dass es Denker gibt im Westen, die Atheisten sind, die nicht glauben und so weiter und so fort. Wie können wir sagen, die haben keinen Verstand? Wie könnt ihr sagen, im Koran steht, dass die Leute haben keinen Verstand und so weiter. So, wir sagen, der Verstand erstmal, ja, hat verschiedene Bereiche. Vielleicht ist er in einem Bereich hat er vielleicht Verstand. Der hat vielleicht Verstand in Mathematik. Aber in einem anderen Bereich hat er keinen Verstand. Und der hat keinen Verstand in dieser Sache. Weil wenn zum Beispiel zu dir jemand sagen würde, dieser Kugelschreiber ist durch eine Explosion entstanden, hat sich Staubkörnchen zusammengesetzt zum Kugelschreiber. Was würdest du sagen? Würdest du sagen, der Typ ist irre, der hat keinen Verstand. Wenn jemand sagen würde, hier dieses Mikrofon, ja, was genau aufeinander abgestimmt ist, wo du auf den Knopf drückst, dann funktioniert es nicht mehr, wo genau der Ton weitergegeben wird, ist durch einen Zufall entstanden, haben sich Staubkörnchen zusammengesetzt, zufälligerweise, dann würdest du sagen, der Typ hat keinen Verstand. Dann sagen wir, wie kannst du Verstand haben, wenn du die ganze Schöpfung um dich herum siehst und trotzdem den Schöpfer leugnest? Das heißt, in diesem Bereich, heißt nicht, dass der in keinem Bereich Verstand hat, aber in diesem Bereich hat er keinen Verstand. Wenn du die schwierigsten Matheaufgaben löst, aber bei 1 plus 1 scheiterst, dann hast du bei 1 und 1 keinen Verstand. Auch wenn du in anderen Bereichen vielleicht Verstand hast. Aber ganz klar und deutlich hast du in diesem Bereich deinen Verstand zumindest nicht benutzt. Und das sagen wir ganz klar. Wer die Schöpfung sieht, ja, und nicht erkennt oder nicht anerkennen will, dass die Schöpfung ein ganz klarer, deutlicher Beweis für den Schöpfer ist, der hat seinen Verstand in dieser Sache ausgeschaltet. Weil das Logischste von der Welt ist. Das Bild ist ein Beweis für den Maler. Die Schöpfung ist so kompliziert aufeinander abgestimmt. Wissenschaftler sagen, das zufällige Entstehen einer einzigen menschlichen Zelle kommt dem Zufall gleich, als wenn über einen Schrottplatz ein Wirbelwind weht und danach steht dort eine Boeing 747. So. Die nächste Sache ist, wir haben gesagt, drei Eigenschaften, ja, vom Verstand. Die nächste Sache ist, dass der Verstand geschützt wird. Die Schutz des Verstandes gehört zu den Daruriyat im Islam, zu den Notwendigkeiten. Deswegen sind zum Beispiel Dinge, die dem Verstand schaden, verboten. Zum Beispiel, das ist der Grund, warum Alkohol verboten ist. Kullu muskirin haram und kullu muskirin khamar. Alles, was den Menschen berauscht, ist verboten. Alles, was den Menschen berauscht, ist Alkohol. Das heißt, diese Sache ist verboten.